Ja, hallo Leute. Ja, ihr seht hier ein Paket und hier seht ihr ein Auto. Und dieses Paket soll hinten an dieses Auto dran. Könnte man natürlich schön mit Panzerband machen, aber nein, es ist eine andere Kupplung, die soll angebaut werden. Ja, und das seht ihr jetzt. So, als erstes packen wir das ganze Paket einmal komplett aus und lösen alle Teile von diesem Träger. Ja, ihr seht jetzt schon, hier in dieser kleinen Box sind die ganzen Elektroteile drin. Die packen wir erstmal an die Seite. Das hier ist der Anhänger-Kupplungskopf, nenne ich das ganze Ding jetzt mal. Ich glaube, das heißt auch so. Wenn ihr alle Teile entfernt habt, legt ihr euch erstmal am besten alles schön auf diese Pappe, damit ihr gucken könnt, ob auch wirklich alles dabei ist. Hier ist der Elektrosatz drin, da nochmal. Das ist die Anleitung, die solltet ihr euch, bevor ihr alles zusammenbaut, am besten einmal komplett durchlesen, bevor ihr anfangt. So, damit ihr auch genau wisst, ob auch wirklich alles da ist. Das ist nämlich wichtig. Wenn ihr das dann soweit alles durchgeguckt habt, könnt ihr eigentlich auch fast anfangen damit. Als erstes entfernt ihr auf der linken Seite und auf der rechten Seite diese Klappen. Dann unten den Boden. Und auch diesen Einsatz. Dann das Gummi unten am Auspuff, kommt man nur unterm Auto hin. Als nächstes muss man einige Muttern entfernen. 16er Schlüssel. Diese Schrauben befinden sich übrigens links in dem Auto, wenn man von hinten reinguckt. Das ist dann die rechte Seite. Das ist so eine Halterung, die müssen wir rausnehmen. Hier auch wieder die Schrauben lösen. Das ist jetzt die andere Seite, also die rechte Seite. Auch noch die rechte Seite, unten da in dieser Mulde. Dann kann man anfangen, das abzumachen. Zumindest steht so in der Beschreibung drin, was aber leider falsch ist. Weil hier seht ihr, da sind noch einige von diesen Pinüppeln dran. So, wenn die raus sind, habt ihr noch auf beiden Seiten eine 10er Schraube, wo ihr nur, also man kommt da halt sehr schlecht dran, wie ihr seht. So, wenn die raus ist, habt ihr nochmal innen drinne ein paar Schrauben, die auch noch gelöst werden müssen. Einmal links und einmal rechts. Hier müsst ihr dieses ganze Zeug nochmal lösen, damit ihr überhaupt an die Schraube drankommt. Es steht leider nichts in der Beschreibung davon drin, das ist ein bisschen blöd, weil ich habe sehr lange dafür suchen müssen. Hier nochmal unten lösen und dann könnt ihr das Ganze rausnehmen. Und dahinter habt ihr dann nochmal diese eine Schraube. Hebt euch die Schrauben gut auf, damit ihr sie nachher wiederfindet. Ja, an dieser Stelle auch noch eine Schraube, also beziehungsweise zwei Muttern links und rechts, direkt unter den Lampen. Und dann, wie ihr seht, kann man das Ganze auch schon lösen. So, fertig. Ja, dieses Teil ist ganz wichtig. Das ist die Aufhängung für den Auspuff. Also das gut weglegen, das braucht ihr nämlich nachher nochmal. Das müsst ihr nämlich wieder an den Träger bauen. Ja, die Schrauben alle lösen. Oh, ja, die Schraube lässt sich nicht lösen. Also werde ich die mal eben lösen. Etwas WD-40, damit sich das Ganze einmal löst. Und dann habe ich einen Schraubenausdreher. Da körnt man am besten erst einmal mit einem Körner in die Schraube an. Bohrt dann mit einem kleinen Bohrer in die Schraube rein. Nimmt dann den Ausdreher und dreht entgegengesetzt die Schraube raus. So. Zack, und raus ist das Ding. Sollte in jeder Werkstatt irgendwie verfügbar sein. Kostet einen 10er ungefähr. Tja, Link ist in der Beschreibung. Ja, alle anderen Schrauben auch noch lösen. Ich mache jetzt nochmal überall WD-40 drauf, damit sie sich gleich lösen. Zack, und dieses Teil kann auch erstmal weg. Hier seht ihr schon, hier müssen jetzt überall Schrauben und Muttern rein. Also diese Tüte, ne, einmal aufmachen, am besten in eine Schale kippen, damit ihr alles zusammen habt. Nicht so wie bei mir irgendwas runterfallen lassen, ja. Das sind die Schrauben, die ihr aufheben musstet. Die braucht ihr dann und packt die einmal ringsrum. Seht ihr jetzt da unten, die reinkommen, Muttern dahinter, oben, unten, also vier Stück sind es insgesamt, einmal überall rein.
schaut am besten zwischendurch immer mal auf die Anleitung. Ja, hier nochmal dieses Teil, was ihr vorhin abgebaut habt. Das ist nämlich wichtig. Also, ne, ich wollte es jetzt nur an dieser Stelle nochmal zeigen, damit ihr wisst, worum es geht. Das braucht ihr auf jeden Fall. Und das kommt dann sozusagen neben die Anhängerkupplung direkt der rechten Seite, jetzt von der Sicht aus, und ja, müsst ihr dann halt festdrehen und mit der Nase Richtung Anhängerkupplung. Da wird nachher der Auspuff dran aufgehängt, also das Auspuffgummi. Das Gummi zu lösen ist ziemlich ätzend. Ich habe das einfach mit zwei Schraubenziehern gemacht, ging dann auch irgendwann ab. Das ist halt, wie gesagt, ziemlich ätzend. Als nächstes müssen wir hier unten diese Wärmeschutzblech sozusagen einmal lösen. Bei mir war das mit Schrauben fest, die sich aber fast alle schon so gelöst haben. Also zwei Stück davon waren noch fest, der Rest ist schon vergammelt gewesen und konnte es einfach so abziehen. Da habe ich dann nachher einfach ein paar neue reingemacht und ein größeres Stück Blech, damit es einfach hält. So, hier sind jetzt solche Gummistöpsel innen drin. Das ist auf der linken Seite. Da kommt nämlich nachher so ein Stück Metall rein. Und unten drunter sind auch nochmal solche Gummis, also solche Propfen, damit sozusagen da kein Wasser reinläuft. Da kommen nachher die Schrauben für die Halterung rein. Das sind die vier Schrauben und die acht, also vier Muttern und dann die Sprengringe. Also ich baue die da halt, ich schraube die nur schon mal dran, damit ich auch sehe, okay, die passen und die gehören auch dahin. Weil leider ist es so, dass die Polen, die das bauen, nicht immer so ganz hundertprozentig genau sind. Deswegen muss man immer mal vorher gucken, ob alle Gewinde und sowas passt. Jetzt die Schrauben da hinten rein. Erst mit der Hand einmal ein bisschen festschrauben und danach dann halt mit dem Schlüssel nachziehen. Und Hinweis an dieser Stelle, alle Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel nachziehen. Ja, ihr seht jetzt mal die Schrauben, wie sie drin sind. So, jetzt die rechte Seite. Da ist an der Seite so ein Nut und die muss jetzt da reingeschoben werden und dann muss die Nut sozusagen in dem Blech drin sein. Also wenn das sozusagen rutscht, dann ist gut. Von unten wieder die Schrauben rein. An der Stelle wieder Drehmomentschlüssel benutzen. Dann habt ihr das Ganze auch schon fertig. Ihr könnt das Blech wieder reinmachen. Bei mir musste ich zum Beispiel, ihr seht jetzt ja diese drei Löcher, wo auf der linken Seite die Halterung ist. Da musste ich zum Beispiel das untere Loch noch etwas aufbauen. Gummi wieder drauf. Und dann hängt der Auspuff auf jeden Fall schon mal so halb wieder fest. Ja, als nächstes dann die Durchstange wieder ansetzen. Wie gesagt, bei mir war das Problem, es hat nicht gepasst, weil das eine Loch unten nicht richtig saß, musste ich dann etwas größer bohren. Und von innen dann eine Unterlegscheibe, eine größere runtersetzen. Mit den Schrauben könnt ihr dann sozusagen die Kupplung auch komplett anziehen. Hier seht ihr die Unterlegscheibe, die große. Musste ich dann extra noch abschneiden, damit das alles passt. Aber das Ganze sitzt dann ziemlich fest. Ja, Drehmomentschlüssel wieder nicht vergessen. Hier auch wieder die Muttern drauf, festziehen. Gleiche hier auch nochmal. Das sind die Schrauben, mit der ihr nachher die Stoßstange, also beziehungsweise den Holm der Stoßstange, unten an der Halterung befestigt. Müsst ihr von unten ran. Ja, hier nochmal die Muttern wieder drauf und die Schraube rein. Hier genau das gleiche. Jetzt habt ihr hier die Schrauben für die Anhängerkupplung direkt selber, für den Kopf. Also wieder gucken, ob alles passt und alles da ist. Dann die Kupplung dran setzen, also diesen Arm. Und Schrauben rein. Unterlegscheiben auf die andere Seite, Sprengring drauf und die Muttern draufschrauben. Ganze wieder festziehen. Als nächstes kommt die Halterung für den Elektrosatz. Hat bei mir nicht funktioniert, habe ich einfach eine andere Schraube genommen. Ist viel einfacher.
Dann links unten sozusagen, dieser Mulde, ist ein Gummi drin, dieses hier. Das müsst ihr rausmachen und dann habt ihr diesen Elektrosatz. Da müsst ihr sozusagen diesen 13-poligen Stecker durch das Loch durchschieben. Die Gummis dann auch da durchstecken. Also andersrum geht es nicht, ihr müsst wirklich das so rum machen. Alles durchdrücken, da sind auch zwei unterschiedliche Gummis dran. Ich habe das eine einfach dran gelassen. So, und das andere braucht ihr halt, um nachher das sozusagen an der Halterung zu befestigen. Dieses hier ist die Durchführung, die ihr dann nachher ins Loch reinstecken müsst. Also das dichtet sozusagen das Kabel dann nachher komplett ab. Wie jetzt ihr seht, dass es drin ist. Als nächstes müsst ihr bei der Rückbank hier noch dieses Polster bzw. den Teppich da lösen. Das ist eine Kunststoffschraube, also Vorsicht. Dann da unten noch diese Einhakringe, links und rechts beide weg, damit ihr unten sozusagen den Boden auch rausnehmen könnt. Den Boden müsst ihr einfach ein bisschen nach vorne ziehen und dann kriegt ihr den raus. Und ja, mein Auto ist dreckig. Hier noch die Schraube lösen, dann kriegt ihr an der Seite dieses Stück raus. Jetzt müsst ihr aufpassen ein bisschen, wenn ihr eine Bordsteckdose habt, nach unten wegziehen. Hier noch den Sicherungskasten einmal lösen und nach unten drücken und dann habt ihr den eigentlich auch schon raus. So, dann müsst ihr da gucken, wo das reingehört. Seht ihr am besten auf der Beschreibung. Das richtige Loch stecken, vorne nochmal die Sicherung drauf, damit ihr auch richtig Strom habt. Also schon alles wirklich gut vorgearbeitet, man braucht dann nichts mehr irgendwie zusammenkrimpen oder sowas. Jetzt nochmal die Masse anschließen, dafür dahinter einmal lösen. Kabel drauf, Mutter wieder drauf und festziehen. Dann den Batteriepol ab. Das sollte man eigentlich vorher machen. Ich habe es aber erst danach gemacht, bevor ich das Steuergerät drauf gesteckt habe. So, Steuergerät draufstecken. Dann Klettband da dran. Und das Ganze an der Karosserie befestigen. Irgendwo hin, wo es hinpasst. Zack, fertig. Das war jetzt schon die Elektroinstallation. Im Fahrzeug alles wieder zurückbauen, so wie es vorher war. Und jetzt hier haben wir den Stecker, der muss dann gleich in das Gehäuse rein. Das rastet dann so ein, klack, und drin ist es. Gucken, ob es passt. Seht ihr, ist gut. Hier das Kabel so durch. Und dann müsst ihr gucken, dass das Gummi, das soll ja nachher wasserdicht sein, deswegen muss das darüber gezogen werden. Ihr müsst es einfach ein bisschen ausprobieren. Nächstes die Schrauben, ihr habt dann Gummi drin. Ich habe jetzt einfach die, also ihr könnt es natürlich entweder durchstechen. Ich habe es jetzt einfach mit dem Akkuschrauber durchgedreht und dann passt das halt auch. Hinten noch die Muttern wieder drauf und festdrehen. Ob das Ding jetzt ein bisschen gerade, ein bisschen schief ist oder gerade hängt, ist im Endeffekt scheißegal. Sprengeringe, genau, ganz wichtig, sonst lösen sich nämlich die Muttern wieder oder halt selbstsichernde Mutter nehmen. Aber es ist keine dabei, also nur die Sprengringe. Sind insgesamt drei Schrauben, links, rechts und unten. Für die letzte müsst ihr die Klappe öffnen. Und dann ist das aber auch schon soweit fertig. Als nächstes das Kabel noch hinten ein bisschen verstauen und verstecken. Am besten mit Kabelbindern festmachen, damit es nicht irgendwie an den Auspuff kommt und wegschmort und damit es vor allen Dingen nicht rumwackelt. So, Batterie wieder drauf, also das, die Klemme wieder drauf, wieder festdrehen, fertig. So Leute, hier seht ihr jetzt nochmal die Anhängerkupplung genau. Preis seht ihr hier, das sind einmal diese 158 Euro plus den 10er Versand. Was ist alles mit dabei? Der Elektrosatz hattet ihr jetzt ja schon gesehen. Was halt wirklich bei dem Ding wichtig ist, das Ding ist halt fahrzeugspezifisch und nicht irgendwas mit Rumkrimperei. 13-poliger Stecker, hier könnt ihr nochmal sehen, für welche Autos das alle geht. Bei mir ist es ja die C-Klasse Kombi, das ältere Modell. Die ABE ist bei diesem Bausatz die Anleitung, wie man es einbaut.
eingebaut. Das heißt, die müsst ihr auf jeden Fall immer dabei haben. Das ist ganz wichtig. Noch interessant ist, ihr habt eine Stützlast von 75 Kilo. Für mich ist das, war das ein ausschlaggebender Punkt, da ich ja des Öfteren mal ein E-Bike oder zwei E-Bikes hinten drauf habe. Und dann muss man auf jeden Fall schon einfach diese Last da hinten drauf haben können. Genauso wie größeren Anhänger ziehen, ist auch wichtig. 1700 Kilo, ganz viele gehen bis 1000 oder 1200. Sollte man halt auch drauf achten. Und jetzt noch eine Sache, die sehr wichtig ist. Ne? Erstmal nicht für AMG-Modelle, das ist klar. Aber wichtig ist, euer Gebläsemotor des Fahrzeuges sollte 600 Watt aufweisen oder eigentlich sogar mehr. Weil das Problem ist nämlich, wenn ihr nachher an einem Berg oder sowas steht, also wenn ihr jetzt irgendwie öfters schon mal im Urlaub gefahren seid, dann kennt ihr das vielleicht, dass irgendwie so vor den Kasseler Bergen oder sowas immer ganz viele Mercedes-Fahrer mit ihren dicken Trailern hinten irgendwie hängen, weil der Motor im Arsch ist. Beziehungsweise halt überhitzt. Das hängt halt damit zusammen, dass Mercedes vorne Lüftermotoren einbaut, die nicht so stark sind und dann halt bei so einer Hitze nicht den Kühler anständig kühlen und dadurch natürlich der Motor einfach überhitzt und dann kaputt geht oder abschaltet. Und deswegen, das steht hier halt nochmal extra drin. Also wenn es bei euch halt das Problem ist, dann dürft ihr halt einfach keine zu hohen Lasten irgendwelche Berge hochziehen, damit euer Motor das dann, beziehungsweise euer Auto das dann auch nachher mitmacht. Ansonsten seht ihr hier alles, ne? Was alles mit dabei ist. Hier ist auch nochmal die Bauanleitung, könnt ihr da direkt runterladen. Link packe ich euch mit in die Beschreibung rein. Ja, wenn ihr einen Mercedes C-Klasse T-Modell habt, dann nehmt dieses Ding. Also die ist echt gut. Ich habe von der Marke, also Autohaak, damals schon meine A-Klasse von meiner Freundin die Anhängerkupplung eingebaut und das Ding hat gehalten und damit waren wir immer echt sehr zufrieden. Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wenn ihr noch weitere solche Videos sehen wollt, dann abonniert mich, gebt mir Feedback dazu. Wenn ihr andere Sachen sehen wollt, schreibt mir irgendwas. Ich würde sagen, viel Spaß auch bei meinen Videos und haut rein.